Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ja, heute musst du deine Niere hergeben, damit du eine neue Nvidia-Karte bekommst. Und damals. Und die Voodoo 3 war so sauteuer. Und die war aber auch überall ausverkauft. Das war damals schon völlig verrückt, wie teuer die war. Und da musste ich damals durch ganz Nürnberg tingeln von jedem Laden, der die irgendwie vielleicht haben könnte. Und dann bin ich von einem zum nächsten und habe geguckt. Ey, das war ein ganzes Erspartes damals draufgegangen. Ich weiß nicht, wie viel ich Rasen gemäht habe, um das mir zu ersparen. Ja. Ja. Die Voodoo 3, glaube ich, war das, ja. Und dann bin ich, ohne Witz, und dann hatte ich dieses Ding, habe mir das gekauft, konnte es mir auch leisten, weil das war nämlich gar nicht so sicher, ob das überhaupt klappt. Ich bin früh nach Nürnberg reingefahren und muss Abend gewesen sein, wo ich wieder heimkam. Und ich hab diese Grafikkarte auf dem Schoß gehabt und habe ja einfach, das war voll der Schatz. Das war einfach nur großartig, diese Karte da zu haben und die überhaupt bekommen zu haben und dann in den PC abends dann noch einzubauen. Oh, herrlich. Black and White, ja, geil. Als das dann rauskam, mega gut. Mega gut einfach. Ja. Früher war alles. Naja, vielleicht auch früher. So, Leute, jetzt geht's los. Sprengung! So, dann reißen wir hier nochmal ganz kurz den Weg hier zwischendrin ab, weil den brauchen wir jetzt nicht mehr. Und können dann hier die Deichgeschichte setzen. Es wird eine Deichkomponente. Ente. Haben noch Doom auf Floppy Disk. Alles eine verrückte Zeit einfach. Es war einfach eine verrückte Zeit. Wie gesagt, glaubt ja heutzutage auch niemand mehr, dass dem so war. Das ist auch eine Zweierhöhe, ja, natürlich. Das können wir gleich schon mal vorbereiten. Weil da werden wir rüberbauen müssen. So 0,8 Tage. Wir bereiten mal ganz kurz noch unsere Restdingers hier vor. Wir machen die Flutung voll durch. Macht mir einen wunderhübschen guten Abend. Stopp. Ist leicht Druck drauf, ich glaube auch. Moment, dass ein bisschen viel Wasser rauskommt. Okay, das war ein bisschen wenig, was da rauskam. Wie viel ist denn da jetzt eigentlich drin? Das müsste doch eigentlich gleich überlaufen, oder? Ja, fast. Ja, dafür reicht es dann nicht mehr. Das sind 2,5er Höhe. Guck mal, wie viel da drin ist. Das ist richtig viel Wasser, was wir da haben. Ich hoffe, es kommen jetzt nicht gleich wieder 30 Tage. Das würde mir tatsächlich die Sorgesfalten ins Gesicht treiben. Wie viel haben wir jetzt? Wir sind fast wieder auf dem vorherigen Stand. Mit deutlich mehr Wasser im Reservoir. Muss man auch sagen.
So, hier ist nächste Baustelle zu. Und hier geht's auch schon weiter. Also, ich würde sagen, unser Ziel hat, oder unser System funktioniert. Die Rinne läuft. Wir sind schon im letzten Ring. So, jetzt hat die Dürre begonnen. Gut, wie lange? 16 Tage, das geht. Pumpen aus, jo. Wir haben aber nur 6000 Wasser, möchte ich mal ganz kurz an dieser Stelle anmerken. Es schaut aus, als bräuchten wir ein bisschen mehr, als bräuchten wir ein paar mehr Pumpen. Als würden die Pumpen, die wir jetzt haben, nicht mehr ganz reichen, um die Menge an Bibern durchzubekommen. Das ist natürlich unglücklich, ne? So, pass auf, jetzt machen wir erstmal Folgendes. Haben wir da hinten, eine Sache wollte ich machen. Und zwar... diese Mühlen. Wir haben nämlich wahnsinnig viel Getreide. Und ich schalte jetzt die Mühlen auf Autobiberproduktion um. Zwei davon zumindest. Rockkolben haben wir nicht so viele. Oder gar keine, um genau zu sein. Ich weiß nicht, warte mal, wie viel Mehl haben wir denn? Auch genug, dass wir hier umschalten können. Das sind Rohrkolben. Das sind die normalen Törtchens. Weil unser Essen wird nämlich immer weniger und das macht mir auch auf Dauer ein bisschen Sorge. Und dann lasse ich die Produktion mal ein bisschen Nacht, Tag und Nacht laufen mit den Bibers. Dann wird es nämlich. Gut. Gut, dann legen wir hier mal los. So, hier müssen wir auch gleich schon mal runterbauen. Während wir das machen, machen wir das gleich auch richtig. Weil, sind wir ehrlich, Leute, das wird so oder so zum Thema hier werden. Das heißt, wir müssen hier so oder so runterkommen. Und dann machen wir gleich Folgendes. Wenn wir jetzt schon mal auf der anderen Seite hier drüben sind, werden wir anfangen, hier schon mal unsere Geschichte vorzubereiten. Hätten wir hier eigentlich auch schon gleich machen können. Müssen wir dann hier auch noch machen, aber das ist da gar nicht mehr so schlimm tatsächlich. Kann man langfristig auch komplett auf Robobiber umstellen? Jo, wenn du die Materialien dafür hast, aber die gehen genauso kaputt. Die musst du ersetzen. Und die kosten halt auch Metalle, ne? Ungefähr so schaut das doch cool aus, ha? Huh? Man das eigentlich sogar so machen, vielleicht. Und hier drüben müssten wir das dann eigentlich auch noch machen, damit das auch richtig geil aussieht. So, und dann machen wir Folgendes. Dann machen wir Folgendes, und zwar... Jetzt wird's richtig verrückt. Ja, Leute, jetzt ich drehe jetzt gleich komplett ab. So, pass auf. Thank you.
Engi, wunderschönen guten Abend, hi. Immer locker bleiben, Leute. Die kommen da schon hin. Hab Vertrauen ins System. Es wird gleich richtig fett. Der her. Die laufen hier außen rum. Ich dreh durch. Jo, alles klar. Right. Wir haben noch einen Sprengstoff, oder? Ja, sogar ein 100er. Die Drehbiber, ja, absolut. Völlig irre Biber, ey, ich sag's euch. Verrückte Biber, Junge. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich will hier an der Seite. Warte mal kurz. Ich glaube, ich mache das anders. Ich glaube, weil ich habe Angst, dass das so schnell hier runterkommt, dass das uns in die Base läuft. Da habe ich ein bisschen Panik vor. Ich würde das auch gerne eigentlich noch irgendwie hier vorne herüberziehen. Ein bisschen. Aber gut, sei es drum. Der Teil muss auf jeden Fall auch eben vorbereitet werden, nämlich die innere Geschichte hier. Die eine Seite machen wir jetzt nur funktional und die andere machen wir gleich hübsch. Aber die funktionale Sache hat natürlich auch Priorität, ne? Also klar. Damit das hier auf jeden Fall so weit ist, dass das Wasser sofort hier unten in den Tank kommt. Dass das gleich hier ready ist. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen Bammel davor, dass das uns um die Ohren fliegt. Dass das Wasser am Ende über das Ding so schnell da runterkommt, dass es uns im Prinzip um die Ohren fliegt. Gleich fertig hier und dann haben wir es schon geschafft im Prinzip. Das ist nur noch optional. Das können wir machen, müssen wir aber nicht. Aber so im Großen und Ganzen, ihr wisst Bescheid, ne? Haben wir eigentlich noch Bretter? Ja, genug. Genug! Bretter sind da. Was ist denn jetzt mit euch? Gestrandet? Wie jetzt gestrandet? Wieso? Hä? Okay, ist zu weit vom Distrikt weg. Jetzt kommen sie nämlich nicht mehr hin, genau. Dann Plan B für die Liebe. Behelfstreppe. Ich lasse mal ganz kurz Wasser ins System rein. Weil wir dürfen nicht leerlaufen, ne? Leerlaufen ist ganz schlecht. Wir haben eh keinen Stress gerade. Dann lass mal hier ordentlich Wasser ab, damit das System einmal sich schön voll tanken kann und dann ist alles gut.
6400 Wasser ist nicht viel. Tatsächlich. Eine Pumpe müssen wir ausschalten, weil sonst geht unsere Versorgung uns nämlich hier flöten. Wie viel Wasser haben wir da drin? Nicht genug. Immer noch zu wenig. Wir kriegen den Stand nicht voll. Ist genug hier unten drin? Dauert noch ein bisschen, ne? So. Was Gaggi sagt, Wasser wieder zumachen? Nö, nö, nö. Das kann ruhig laufen. Es dauert ja ein bisschen, bis das hier hinten durchkommt. Weil das sich ja erstmal hier reinstauen muss. Im Übrigen ist diese Geschichte ready to sprengen. Und hier? Hier nicht, da kommen die nicht hin. Okay, das muss man nachträglich machen. Okay, dann gucken wir mal schnell. Ja, okay. Lass mal gleich auf der Höhe, das passt schon. Das, so soll es ja später auch mal sein. Alles da. Soll später mal auf dieser Höhe sein. Wir müssen jetzt dann den Weg erstmal machen und die Sache bauen. Und dann kommen strategisch gesehen hier noch zwei Geschichten drauf, damit die hier drüber kommen. Das können wir dann wieder abreißen, wenn das tiefer gelegt wird. So zum Beispiel. Damit die die Wege gehen können, ne? Okay, wir haben noch... Wir haben genug Wasser jetzt, was hier reinkommt, aber hier ist eine 1er Höhe angesetzt. Ja, das habe ich jetzt aus Gründen gemacht, damit die Pumpen nicht leer laufen. Damit die immer laufen können, weil die geben uns das Wasser. Das führt dazu, dass das jetzt hier ziemlich auf Kante ist. Ein bisschen überläuft vielleicht, bevor das hier nachgibt. Kommt aber immer noch Wasser rein. Ich würde mir wünschen, dass man das besser steuern kann. So 0,9 oder sowas wäre toll, dass das ja gerade halt nicht überläuft. Aber jetzt läuft hier die ganze Badewanne über, bevor das Wasser hier nachgibt. Ich würde das gerne ein bisschen feiner justieren. Da gibt es bestimmt einen Mod für. Aber ich habe ihn nicht. So, jetzt kommt das Wasser durch und füllt dann hier unten auf. Passt. Wunderschön, wunderschön. Gut, wie schaut es mit unserem Turmbau aus? Wird schon. Die anderen Bibers haben sich auch mittlerweile gerettet. Das ist Blödsinn, ne?
So. Hier kommt immer noch Wasser rein. Ist ja crazy, ey. Und die Badewanne oben ist halt knochenvoll, ne? Das ist ja super geil. Im besten Falle kriegen wir das jetzt sogar mit dem oberen Tank gelöst und die Badewanne ist genau das, was sie tun soll in Zukunft. Ein reiner Notspeicher. Ist zwar jetzt ein komplett anderer Tank, den wir hier fluten, anstatt den hier, den ich ja eigentlich geplant hatte. Aber was willst du machen? Was du hast, hast du halt, ne? Und wenn das jetzt hier fertig wird, haben wir vielleicht sogar die Chance und Gelegenheit, das richtig geil hinzubekommen, dass das Wasser jetzt hier wirklich in einer Geschwindigkeit runterschießt und dann ins System sich ergießt. Dazu eine Kleinigkeit, und zwar, wir könnten noch im Prinzip hier weiter absprengen. Könnten wir machen, dann ist das hier nochmal besser. Schaut schöner einfach aus, ne, am Ende. Und den Sprengstoff haben wir ja tatsächlich für diese kleine Sprengaktion hier. Kriegen wir. Sollten wir hinbekommen. So, dann machen wir hier weiter. Wie gesagt, das würde ich gerne noch fertig bekommen, bis die 11 Tage rum sind, damit das Wasser hier richtig schön einmal durchs System flubbern kann. Hier ist was überflutet, damit können wir arbeiten, das ist okay. Kommt noch Wasser? Jetzt kommt nichts mehr, okay? Aber ist schon ziemlich voll alles noch. Hier unten allerdings nicht und das ist ein bisschen ärgerlich. Ich muss ein bisschen mehr Wasser abtanken, als ich gedacht hatte. Ich glaube, das könnte geil aussehen, wenn wir fertig sind. Bei Helixende nochmal Schleuse bauen. Nee, das soll gleich, das soll so schnell wie irgend möglich in den großen Weiher reinfließen. Das kann sich ja jetzt sogar bis hier hinten oben vollstauen. Das war ja vorher nicht der Fall. Da war ja hier, ist es dann quasi bis hier hinten zurückgelaufen. Das war dann okay so. Aber jetzt kannst du nicht mehr bis Ultimo hinten rausdrücken. Das ist jetzt auf jeden Fall schon sehr definitiv zu und gelaufen. Jetzt haben wir noch 10 Tage und hier ist das Wasser, wird dann die erste, also ich denke, die Ebene ist gelaufen, das ist kein Problem. So. Chronix fragt gerade, seit wann gibt es Sound-Only-Werbung? Was ist denn Sound-Only-Werbung? Ich bin da ein bisschen lost, wenn ich ehrlich bin. Also, kommt dann nur Werbeton und du siehst das Video weiter, oder? Oder siehst du, läuft der Stream weiter und du hast nur so Bildanzeige? Ich weiß, keine Ahnung. Geht die Ebene nicht weg? Werbung ohne Bild. Ich hatte gerade Werbung, bei dem nur der Ton ist. Und das Bild bleibt gleich. Ach Quatsch, echt? Aha, okay. Wusste ich tatsächlich nicht, dass es sowas gibt. Habe ich auch noch nie gesehen. Krass, okay. Videofehler oder gewollt. Das kommt drauf an. Also ich muss sagen, ich habe sowas auch noch nie gesehen. Die Ebene hier oben will ich haben. Diese kurze Ebene, die will ich haben, dass hier Wasser quasi zurückgestaut wird. Es schaut außerdem schöner aus, wenn um die Quelle nicht alles tot ist.
Ja gut, aber wenn das wirklich ein neues Feature ist, dann ist es definitiv so neu, dass ich das noch nicht kenne. Oder die E-Mail nicht gelesen habe. Kann auch sein. Würde ich jetzt nicht mal bestreiten, dass das nicht auch eine valide Option gewesen wäre. Ja. Zack, hast du das Memo nicht gelesen? Nee. Welches Memo denn? Ja, da stand das alles drin. Puh. Ist das so? Findet Memo. Spielen Code Blue und ich auch ganz oft. Was? Frage, welches Memo meinst du? Ist da auch schon immer kritisch? Ja, immer. So. Okay, also sollten wir in den nächsten 9 Tagen schaffen, diese Lücke hier zu schließen. Unten ist ja, wie gesagt, schon auch eigentlich fast alles fertig. Hier die Seiten machen wir noch ein bisschen höher, einfach damit, falls zu viel Druck drauf ist. Und ich habe das ein bisschen unterschätzt vielleicht. Das ging war ja vorher nicht alles in einer Sprudelbahn hier. Hier oben, denke ich, ist das noch kein Problem. Aber wenn das hier immer weiter hier so runterläuft, kann das sein, dass es sich ein bisschen rückstaut. Und dann, na, mal gucken. Sicher ist sicher. So, das ist das Wichtigste gerade, dass wir das fertig bekommen mit aller Macht. Also er schafft es vielleicht nicht allein. Ja, vielleicht. Wir haben auch kaum noch Holz, weil das ist echt teuer, was wir hier machen. Ne? Also das kostet halt auch schon richtig viel. Und unsere Holznachschub ist quasi gen Null. Ne? Also das ist ja wirklich fast nicht mehr existent. Deswegen gerät auch gerade die Baugeschichte hier in Stocken. Wir haben gerade irgendwie 600 Holz verbraten oder so. Anitram, die ist fertig, wenn es fertig ist, glaube ich. Da machen wir uns keinen Stress. Nachdem wir oben noch kein bisschen Eisen gesehen haben, vermute ich einfach, dass auch noch keins da ist. Also, ne, weil sonst würde das hier oben irgendwo auftauchen. Das wird sich ja irgendwann zurückstauen oder irgendwas. Oder wir müssen es uns echt mal angucken. Keine Ahnung. Aber für die nächsten 8 Tage schauen wir, dass wir das System hinbekommen, weil das ist echt viel besser. Da müssen wir nicht mindestens einen Tag warten oder sagen wir mal 1,5 Tage warten nach einer Dürre, bis Wasser kommt, sondern so wie das läuft, müsste das nach spätestens einem halben Tag da sein.